Am 28. September waren erstmals in dieser Saison alle 7 Handballmannschaften des BSV Kloster Mansfeld, die sich im Spielbetrieb befinden, im Einsatz. Zug fährt natürlich die erste Männermannschaft, die in der Bezirksliga den Tabellenführer, die SG Spergau 2, empfing. Und los ging's, die Gastgeber in der blau-gelben Spielkleidung. Nach ihrem deutlichen Auftakterfolg hatten die Kloster Mansfelder eine Woche Pause, aber in der Liga gingen die Spiele weiter. So haben die Gäste aus Spergau schon 2 Spiele absolviert und konnten sie für sich entscheiden. Dabei zeigte die SG 2 unterschiedliche Gesichter. Am ersten Spieltag zeigten sie sich sehr abwehrstark und ließen nur 15 Gegentreffer zu, trafen selbst aber auch nur 17 Mal. Im zweiten Spiel zeigten die Spergauer, dass sie auch im Angriff sehr viel Gefahr ausstrahlen und siegten deutlich mit 8 Toren bei 33 eigenen Toren. Da die Kloster Mansfelder die SG schon seit ein paar Jahren kennen, wussten sie, was auf sie zukam. Und es ging gar nicht schlecht los für die Kloster Mansfelder hier, das 1:0, erzielt von Robin Becker. Die Gäste blieben die Antwort jedoch nicht schuldig, 1:1. So auf Augenhöhe ging es dann in den nächsten Minuten weiter, wobei der BSV sich zunächst auf 4:2 absetzen konnte durch verschiedene Ballgewinne in der Abwehr. Auf dieser Grundlage erspielte man sich bis zur 11. Spielminute eine 7:3-Führung. Es sollte, so viel sei verraten, die höchste in diesem Spiel sein. Denn nun wurde auch die Abwehrreihe der SG aufmerksamer und zwang den BSV zu schwachen Torabschlüssen. In der Folge kamen die Gäste wieder bis auf ein Tor heran, auf 7:7. Die Kloster Mansfelder behaupteten aber zunächst die Führung. Doch im Angriff lief es nicht mehr so flüssig wie zu Beginn. Es fehlte der Druck auf die Abwehr, die dadurch gut verschieben konnte und dem BSV nur wenig Lücken bot. Ein 0:3-Lauf der SG Spergau brachte die Hausherren dann auch noch zum ersten Mal ins Hintertreffen mit 9:10. Eine Auszeit wurde fällig, um das Team taktisch neu einzustellen. Die Maßnahme fruchtete, die nächsten 2 Treffer gehörten wieder dem BSV zum 11:10. Die SG hatte nun aber ebenfalls zum Angriff ihre Mittel gefunden, um zu Torerfolgen zu kommen, und so wechselte die Führung wieder. Bis kurz vorm Pausenpfiff glich der BSV immer wieder aus, musste dann aber mit einem knappen 14:15 Rückstand in die Kabine gehen. Dieser knappe Spielstand verhieß spannende zweite 30 Minuten. Und die Zuschauer sollten nicht enttäuscht werden. Die Gastgeber sammelten sich nochmal und schworen sich darauf ein, noch mehr Tempo zu gehen, wenn man den Ball erobert hat. Wie hier, klasse parierter 7 Meter von Marcel Walles. Und im Gegenzug kommen die Kloster Mansfelder zum Torerfolg durch Mario Hoffmann. So setzte die Mannschaft das Geforderte um und ging mit 19:16 in Führung. Die Gäste aus Spergau blieben aber immer wieder dran und verkürzten auf 20:19. Es war auf beiden Seiten ein ständiges Auf und Ab auf einem sehr guten Niveau. Die Teams schenkten sich nichts, waren dabei auch zupackend, aber nie unfair. So durften die Fans in der Bendorfer Sporthalle ein spannendes und taktisch interessantes Bezirksligaspiel sehen. Hier Stefan Mühlenberg beim 7 Meter, der braucht den Nachwurf, um den Ball im Kasten des Gästekeepers Florian Pretsch zu versenken. Aber Tor ist Tor. Gleich darauf hat Mike Wischnewski Pech, seinen Lattenknaller ermöglicht es den Spergauern, einen Konter durchzuführen, den sie auch erfolgreich abschließen. Das Spiel ging hin und her und es stand in der 58. Minute 27:27. An Dramatik also kaum zu überbieten. In dieser Situation schaffte es Hannes Hesse, das 28:27 für den BSV Kloster Mansfeld zu erzielen. Natürlich gab es sofort einen Gegenangriff der Spergauer. Der wird von Marcel Walles abgewehrt, der übrigens an diesem Tag eine sehr gute Leistung brachte. Das hieß Ballbesitz für den BSV Kloster Mansfeld. Und Mike Wischnewski sollte es sein, der sich eiskalt durchsetzt und das 29:27
für die Gastgeber erzielt. Da waren es nur noch etwa 30 Sekunden, die zu spielen waren. Spergau bekam noch einen 7-Meter zugesprochen und auch den hält Marcel Walles. Übrigens 4 von 5 konnte er halten. Das wäre sowieso nur noch Ergebniskosmetik gewesen. Hier konnte nichts mehr anbrennen. Ein sehr spannendes Spiel ging mit einem 29:27 Erfolg für den BSV Klostermannsfeld zu Ende. Die Mannschaft belohnte sich selbst durch ein geschlossenes Auftreten und recht sichere Abwehrarbeit und konnte so diesen Sieg einfahren. Herzlichen Glückwunsch!